Guten Tag, meine Damen und Herren. SAP-Anwenderunternehmen fragen sich, welchen Nutzen sie von HANA und S/4HANA haben. Eine Reifegradmessung ermöglicht die neutrale Analyse der eigenen Migrationsfähigkeit und Vorteile, unabhängig von den Interessen Dritter. Diana Bohr, CTO des Analystenhauses Vestrex und Entwicklerin dieser Methode, erläutert uns, welche Erkenntnisse SAP-Anwender und SAP-Partner erwarten können. SAP-Entscheider wünschen sich heute vor allem Informationen zu drei Themen. Das eine ist die Zukunftssicherheit ihrer SAP-Landschaften. Die ist lang gewachsen. Viele Systeme sind sehr, sehr alt inzwischen schon. Die Frage ist, ob sie zukunftssicher sind, ob sie im Rahmen der digitalen Transformation mithalten können. Zum zweiten die Komplexität, die sich in der Zwischenzeit natürlich gebildet hat. Es gibt viele, viele Daten, viele Prozesse. Durch Zukäufe, durch Erweiterungen sind diese Systeme einfach massiv gewachsen und Unternehmen fragen sich, wie lange geht es noch? Gibt es ein Limit? Gibt es keins? Wenn es eins gibt, wo ist es? Und zum Dritten natürlich die Fakten. Viele Unternehmen haben keine Fakten heute über die tatsächliche Nutzung ihrer SAP-Landschaft. Insofern fällt es ihnen sehr, sehr schwer, Projekte auf belastbaren Beinen aufzubauen. Man handelt eher nach dem Bauchgefühl heraus, dass man sagt, ich glaube, es ist so, aber im Endeffekt wird man später im Zweifel eine Überraschung erleben, wo man merkt, es war doch nicht so. SAP-Anwenderunternehmen stecken in dem Dilemma, dass ihre Systemlandschaften einfach historisch gewachsen sind. Die meisten haben zu R2-Zeiten schon angefangen oder zu frühen R3-Zeiten und in den letzten Jahren verstärkt nur technische Release-Wechsel durchgeführt. Das bedeutet, dass die Prozesse, die Geschäftsprozesse einfach der Technik hinterherhinken. Zum Zweiten wurde in den letzten Jahren nicht wirklich verstärkt Wert auf Stammdatenqualität gelegt, beziehungsweise durch Zusammenschlüsse, durch redundante Datenhaltung hat sich das eben auch ergeben. Wir haben nur heute die Situation, in Zeiten von In-Memory, wo ich tatsächlich analytische Prozesse massiv beschleunigen kann, brauche ich verlässliche Stammdaten. Wenn ich die nicht habe, dann sind meine Auswertungen schneller, aber nicht besser dadurch. Hinzu kommt, dass die Entwicklung so massiv voranschreitet, dass die Unternehmen die Ressourcen und auch das Know-how nicht vorhalten und auf Dienstleister angewiesen sind und hier wirklich sicherstellen müssen, dass sie den Dienstleister finden, der tatsächlich sie in ihrer Ist-Situation abholt und für sie zusammen die gemeinsame gute Strategie für die Zukunft entwickelt. Das Reifegradmodell liefert zunächst den Reifegrad einer SAP-Landschaft, das heißt den tatsächlichen Zustand, den sie heute erreicht hat. Es gibt 5 verschiedene Reifegrade, von innovativ bis riskant. Und es zeigt den Anwenderunternehmen, welche Möglichkeiten sie haben, tatsächlich über Technologien und Projekte nachzudenken, um damit auch Nutzen zu generieren. Wesentlich dabei ist, dass hier ganz gezielt Kennzahlen gemessen werden, die es ermöglichen, solche Systeme auch vergleichbar zu machen. Vergleichbar insofern, dass eben Benchmark-Daten existieren aus über 1500 Analysen, sodass man wirklich einen Eindruck bekommt, wo das System tatsächlich steht und wo man sein sollte. Damit kann ich Diskussionen vermeiden, die normalerweise entstehen, wenn jeder eben seine Prozesse verteidigt und nicht wirklich weiß, wie es in der Realität aussieht. Ich kann Frontenbildung vermeiden. Ich habe die Möglichkeit, eben wirklich Fakten zu nutzen, um ganz gezielt Projekte zu planen. Spannend ist das vor allem dann, wenn ich Situationen habe, in denen mehrere Länder involviert sind, sprich ich habe ein System mit mehreren Buchungskreisen, die verschiedene Länder repräsentieren oder eine heterogene Landschaft, die tatsächlich weltweit verteilt ist. Dann ist es umso wichtiger, diese Fakten zu haben. SAP-Anwender gewinnen durch das Reifegradmodell vor allem Erkenntnis darüber, wie zukunftssicher ihre SAP-Systeme wirklich sind und welche Schritte in welcher Reihenfolge notwendig sind, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Wichtig ist es, dass man hier ein Projekt nach dem anderen durchführt und zwar Nutzen bringt, nicht dass man zu große Schritte macht und feststellt, man hat sehr viel investiert, aber der Nutzen bleibt einfach auf der Strecke. Auch für SAP-Partner ist es sehr wichtig, die Transparenz zu haben, was die Kunden tatsächlich tun. Entweder haben wir die Situation, dass der Partner schon lange etabliert ist, dann ist er aber meistens im technischen Umfeld etabliert. Das heißt, er ist über die Prozesse nicht wirklich informiert. Zum anderen ist es so, dass viele Dienstleister eben auch Neukunden akquirieren und auch da keinerlei Informationen über die tatsächlichen Prozesse haben. Die Alternative, die sich bietet, sind Workshops und Interviews, aber man weiß sehr gut, dass man damit eben nur die Hälfte der Informationen bekommt.
und auch nicht immer belastbare Fakten hat. Wenn man dann über heterogene Landschaften nachdenkt, wo die Unternehmen eben wirklich verteilte Standorte haben, ist es ungleich schwerer, die Information zu bekommen, wie werden Prozesse zum Beispiel in Frankreich gelebt, in England, in Italien, in Deutschland oder ähnliches. Insofern ist es für die Partner sehr, sehr wichtig zu wissen, wo der Kunde heute steht, um eine individuelle Strategie für ihn entwickeln zu können, aber auch aus Eigeninteresse, um einen vernünftigen Vertrag anbieten zu können. Da die Kunden gerne Festpreise wünschen, will man natürlich kein Risiko fahren und sicherstellen, dass man weiß, was auf einem zukommt. Westrex unterstützt als unabhängiger Analyst durch eine ganz gezielte Analysemethodik, die es dem Kunden ermöglicht, mit minimalem Aufwand sehr, sehr viel Transparenz zu bekommen. Der Aufwand für den Kunden liegt tatsächlich nur bei einer Stunde. Es werden keine Workshops durchgeführt und auch keine Interviews. Die Analysen, die Westrex macht, setzen sich aus verschiedensten Komponenten zusammen. Die klassische Ist-Aufnahme natürlich, wo man sehr schnell Transparenz darüber bekommt, wie SAP-Systeme heute genutzt werden. Das betrifft sowohl das Gesamtsystem, aber auch die Möglichkeit des Drill-Down in Richtung Mandanten oder Buchungskreise. Zum anderen werden Optimierungspotenziale aufgedeckt, sowohl für Geschäftsprozesse als auch für den Betrieb, aber auch ganz gezielt für Projekte im SAP-Umfeld, wie Releasewechsel, Outsourcing und Konsolidierung oder Modernisierung und ähnliches. Die Lösungen, die wir liefern, liefern zusätzlich Umsetzungsstrategien, wo wir ganz gezielt zeigen, welche Ressourcen notwendig sind, welche Skills notwendig sind. Und damit liefern wir die Unterstützung sowohl für den Partner als auch für den Endanwender. Wenn wir heute SAP-Entscheider drei Empfehlungen geben dürften, würde ganz klar die erste Empfehlung lauten, nichts tun ist nicht die Lösung. Es gibt Möglichkeiten, jetzt schon die Zukunft vorzubereiten. Die zweite Empfehlung lautet ganz klar, Nutzen generieren. Bedeutet, machen Sie nur Projekte, die Ihnen wirklich Nutzen bringen. Die Analysen von Westrex helfen Ihnen zu erkennen, welche Projekte nutzenbringend sind und in welcher Reihenfolge die durchgeführt werden sollten. Und zum dritten, Nachhaltigkeit sichern. Ruhen Sie sich nicht auf Ihren Erfolgen aus. Stellen Sie sicher, dass langfristig genau das gelebt wird, was Sie sich wünschen, nämlich hohe Qualität.